Kosten, Voranschläge machen, Jahresbudgets im Vorhinein. Man muss ja unterschiedliche Berichte abgeben, monatlich, vierteljährlich. Ist ja in den unterschiedlichen Betrieben ja auch sehr verschieden. Aber das finde ich mit achtsam. Also das heißt, ich muss achtsam auf meine Kosten sein. Auch die Deutsche Bank, die wirbt damit, dass sie sagt, wir sind achtsam mit ihrem Kapital, kommen Sie zu uns, wir haben Respekt vor Ihrem Kapital. Genau. Ja, weil wir so, als wenn es unser eigenes ist, so gehen wir mit Ihrem Kapital um. Ja, und da frage ich mich natürlich, ja, ich bin ganz gespannt auf das Referat. Ja, hat es was damit zu tun? Oder, also ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir hier natürlich darüber berichten, Führung im Wandel. Und wir wollen ja weggehen von diesen alten Kontrollsystemen, wo die Menschen nur Objekte sind, untergeordnet sind, sich nicht selber einbringen können. Ich bin mal gespannt, was Sie dazu berichten haben. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung überhaupt. Ja, Thema Achtsamkeit. Ihr habt ja alle diese Karte auf dem Platz liegen und ihr habt auch was zu essen auf dem Platz liegen. Ich komme ja aus Essen zusammen mit der Anna, deswegen habe ich gedacht, ich mache ein Experiment mit euch heute, wo es um Achtsamkeit und Essen geht, in Form dieser Weinbeere. Und eben als ich da zu meinem Platz kam und diese Karte sah, dachte ich, das passt wunderbar zu dem, was ich versuche, mit euch jetzt gleich experimentell ein wenig zu explorieren. Dieser Alligator, dieser grässliche, gefräßige Alligator, der sich da von diesem Vogel die Zähne putzen lässt und drüber steht, wenn der Respekt geht, kommt die Gefahr. Und das passt natürlich auch sehr schön zu den Banken, finde ich. Ein Bild, was mir da recht nahe ist. Vielleicht zwei Worte vorab. Die Anna und ich, wir kommen aus Essen aus der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin. Und gestern Abend hat die Anna Paul, für die, die hier im Raum waren, unser Behandlungskonzept für Patienten vorgestellt und Einzeldiagnostik gemacht für die, die wollten. Also wir kommen aus dem klinischen Setting, wir arbeiten mit chronisch kranken Patienten, die sind zum Großteil sehr lange schon krank und ein Großteil unserer Patienten leidet unter chronischen Schmerzen. Und wir, die Anna und ich und noch eine Handvoll anderer Kollegen sind seit 7, 8 Jahren auch im Bereich der Prävention und Präventionsforschung unterwegs. Das heißt, wir schauen, wie wir mit den Methoden, die wir für unsere kranken Patienten entwickelt haben und anwenden und auch wissenschaftlich evaluieren, wie wir da eher in der Biografie, bevor jemand krank und dann auch chronisch krank geworden ist, vielleicht in Arbeitskontexte einwirken können, um Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Und ähnlich wie in der Arbeit mit den Patienten ist in der Arbeit mit noch nicht erkrankten Menschen und Systemen das Thema Achtsamkeit eins, was für uns immer interessanter und wichtiger wird. Und ich habe gedacht, ich sehr theoretisch und wissenschaftsbasiert das Ganze euch nahe bringe, ist es vielleicht lustiger und vielleicht auch nachvollziehbarer und erinnerbarer, wenn wir das praktisch machen. Deswegen die Weinbeere. Und ich lade euch ein, diese Weinbeere einmal in die Hand zu nehmen und euch vorzustellen, ihr hättet noch nie ein solches Früchtchen gesehen. Das wird nicht gelingen, aber wir können versuchen, so zu tun. So zu tun, als sehen wir dieses Ding zum ersten Mal. Hat jeder so eine Frucht? Hat jemand keine? Da sind noch ein paar. Vielleicht die Hände oben lassen, da werdet ihr gleich noch versorgt. Marianne hat auch noch keine. Und wir haben ja auch noch eine Handvoll. Okay, jetzt haben fast alle eine. Schaut euch bitte dieses Ding einmal an. Noch nicht essen, das machen wir gleich. Erstmal nur anschauen. Und
und beschreibt, was ihr da seht. Möglichst laut, dass wir alle was hören können. Was siehst du da? Prall? Was noch? Einen kleinen runden Ball. Was noch? Grün. Sieht saftig aus. Rund. Blau. Oval. Was noch? Was siehst du? Glänzt. Adern. Sag mal laut. Traubenzucker. Siehst du? Okay. Noch jemand? Was siehst du? Adern. Adern, ja. Wem läuft schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen? Ein klein bisschen geht das schon los. Ne? Also den Körper können wir nicht veraltern. Der weiß, was das ist und der weiß auch, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Verdauung setzt schon ein. Okay, jetzt haben wir gesehen. Was können wir noch machen? Wir können fühlen. Was fühlst du? Was nehmen deine Hände, deine Fingerspitzen wahr, wenn du dieses Ding in den Fingern bewegst? Ist es glatt? Was noch? Prall? Leicht klebrig. Leicht klebrig? Noch was? Alt? Kalt. Nass? Feucht? Kühl? Prall? Es gibt so ein bisschen nach. Hat so was Gummiartiges? Es hat auch ein gewisses Gewicht, oder? Spüren wir schon, es wiegt ein paar Gramm. Okay, was haben wir noch für Sinne? Wir haben etwas Verrücktes. Wir haben den Hörsinn. Versuchen wir mal ganz leise zu sein, vielleicht die Augen zu machen, das Ding so ein bisschen zu drücken, am Ohr zu halten. Nicht zu doll drücken. Ist mich ruft? Wer hört was? Ich? Ist mich, ja. Quatscht so ein bisschen auf. Okay, was haben wir noch? Geruchssinn. Riecht das nach was? Ja. Wer riecht was? Beschreib mal, was du da riechst. Frische? Was noch? Süß? Säuerlich? Noch jemand? Was riechst du? Wenn es sehr nach Nikotin riecht, nimm mal die andere Hand. Seife? Südhang, genau. Okay. So, wir nähern uns dem Höhepunkt vielleicht der ganzen Veranstaltung, wer weiß. Wir gehen mal zu den Lippen. Immer mit dem Früchtchen an die Lippen. Was spüren die Lippen? Glatt? Kalt? Prall? Wer spürt denn die Qualitäten dieses Früchtchens deutlicher? Die Hände, die Finger oder die Lippen? Die Lippen, viel deutlicher, oder? Okay. Jetzt wird Sprechen ein bisschen schwierig für mich. Ihr steckt das Früchtchen zwischen die Lippen und tut mal so von ihnen mit der Zunge gegen. Nehmt das Früchtchen in den Mund, aber noch nicht draufbeißen. Bewegt es mal so ein bisschen den Mund hin und her. Speichel fließt. Wie fühlt sich das im Mund an? Wer noch sprechen kann, spreche. Größer als in der Hand. Unglaublich groß, oder? Nimmt ein riesen Volumen in unserer Wahrnehmung ein. Was noch? Was spürst du noch im Mund? Es wird immer kleiner. Was? Bisschen lauter. Es wird immer kleiner. Wird immer kleiner. Wärmer. Wärmer? Ja, klar. Okay, jetzt nähern wir uns wirklich, wirklich dem Höhepunkt. Platziere es mal zwischen den Zähnen. Vielleicht, wer will, mach die Augen zu. Beiß dann drauf und schau, was passiert. Kerne, was noch? Saftig, sehr saftig, oder? Süß, was schmeckst du noch außer süß? Sauer. Noch andere Geschmäcker? Harte Schale. Weiches Fruchtfleisch, weiches, kühles Fruchtfleisch. Wer einen Kern hat, ist feste, harte, bittere Kern. Musst du nicht, sagst du? Okay, dann geht die Verdauung ihren Gang. Ja? Das Kauen läuft weiter, das Schlucken funktioniert automatisch. Und sobald das Früchtchen geschluckt ist, spüren wir es auch nicht mehr. Vielleicht noch der Nachgeschmack, vielleicht noch ein bisschen Haut hier und da zwischen den Zähnen und irgendwann ist es vorbei.
So, das war das achtsame Essen einer Weinbeere. Was haben wir anders gemacht als gewohnt? Essen uns immer drei auf einmal. Wir haben nur eins gegessen, statt mehrere. Was noch? Wir haben langsam gegessen. Was noch? Mit allen Sinnen wahrgenommen. Was noch? Der Körper hat sich darauf eingestellt. Der Körper hat sich darauf eingestellt. Wie hat er das gemacht? Ja, die Verdauungssäfte angefangen zu produzieren. Der hat schon verdaut, ehe wir überhaupt am Mund waren. Was noch? Was haben wir anders gemacht, als du sonst mit einer Weinbeere und auch mit anderen Nahrungsmitteln machen würdest, gewohnheitsmäßig? Wir haben uns voll darauf konzentriert, aber wenig Raum und Gelegenheit für andere Gedanken und Wahrnehmungen. Wir waren sehr fokussiert mit unserer Aufmerksamkeit, sehr konzentriert auf dieses Früchtchen und auf dieses in Beziehung gehen mit dem Früchtchen. Was noch? Was war noch anders? Deutlich viel mehr Zeit genommen, ja. Und wir haben in Worte gefasst, was wir da wahrgenommen haben. Ja, ich habe immer wieder gefragt, ihr habt immer wieder geantwortet. Ihr habt immer wieder nach Worten, nach Begriffen gesucht, die das Erlebnis, was ihr hattet, das sinnliche Erlebnis, in eine sprachliche Form gebracht haben. Und dann haben wir uns das mitgeteilt. Ja? Und was auch noch anders war, wir haben nicht diskutiert. Wir haben nicht gesagt, meine schmeckt aber mehr als deine. Wieso schmeckt deine anders als so? Wir sind nicht in den Austausch gegangen im Sinne von, ich habe mehr Recht als du, sondern wir haben alle Wahrnehmungen, die jeder und jede hatte, die zum Teil auch unterschiedlich waren, haben wir in den Raum genommen und haben sie da erstmal belassen, ohne zu werden, wer hat mehr Recht, wer hat weniger Recht als der andere. Noch was anders war? Okay, du hast eben schon quasi das Fazit gezogen, dass du gesagt, wir haben diese Weinbeere achtsam gegessen. Ja, das war das, worauf ich hinaus wollte. Anhand dieser Erfahrung exemplarisch ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, was Achtsamkeit konkret sein könnte. An diesem Beispiel des Essens eines Früchtchens. Und vielleicht nochmal zurück zu dem Alligator. Wenn du geschrieben hast, naja, wenn der Respekt geht, kommt die Gefahr. Ich könnte Respekt auch austauschen mit dem Begriff Achtsamkeit. Und wenn die Achtsamkeit geht, kommt die Gefahr. Und dann brauche ich die Brücke zu unserem Thema Gesundheit, betriebliche Gesundheit und Führung. Ich glaube, dass wenn wir führen wollen und wenn wir bewusst und gestaltet führen wollen, unsere Mitarbeiter und unsere Kollegen, eine Führungskultur entwickeln wollen, dass das bei uns selber beginnen kann. So wie wir unser Leben führen, geschieht das oft einfach aus Reaktion heraus. Irgendwas passiert, Wecker klingelt, ich stehe auf, weil ich halt irgendwann irgendwo sein muss. Und mein Thema, unser Thema mit der Versuch naturheilkundliche Erkenntnisse in Gesundheitsgestaltungsprozesse in Betrieben zu bringen, beginnt bei jedem selber. Also Führung und Selbstführung ist das Thema, was ich gerne zusammenbringen möchte. Und ich habe ein paar Slides vorbereitet, die wir jetzt mal gehen. Das ist unser Haus in Essen. Nur mal zu zeigen, das ist der Neubau unserer Abteilung vor dem schon vorhanden gewesenen Knappschaftskrankenhaus mit 54 Betten. Und hier das vorletzte Projekt der betrieblichen Gesundheitsförderung, was wir gemacht haben im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da ging es um Gesundheitsmanagement durch integrierte Personal- und Organisationsentwicklung, vor allen Dingen mit dem Fokus von Innovations- und Change-Prozessen. Das heißt, wir haben uns Führungskräfte angeschaut, die Innovationsprozesse, Veränderungsprozesse initiiert und oder durchgeführt haben. Zum Beispiel Verschlankungsprozesse, Entlassungswellen, Umstrukturierungsprozesse, aber auch technologische Veränderungsprozesse und haben geschaut,
was macht denn die Menschen in diesen Prozessen krank und was hält sie gesund? Was kann getan werden? Was können Sie tun? Was kann die Organisationsstruktur tun, um Menschen die Veränderung anregen und durchführen, nicht krank werden zu lassen? Und eines der wichtigsten Ergebnisse für mich aus der Untersuchung war, dass ein Großteil der Leute sich als sehr vital und sehr gesund und sehr dynamisch selbst eingeschätzt hat. Und als wir sie dann mit einem Fragebogen, der sich mit der sogenannten vitalen Erschöpfung beschäftigt, befragt haben, detailliert befragt haben nach einzelnen Symptomen, kam raus, dass über 70% eine mittlere bis starke Erschöpfung aufgewiesen haben. Und die Herrschaften in Holland, die diesen Bogen entwickelt haben, diesen Fragebogen zur vitalen Erschöpfung, die können zeigen, dass wer Symptome einer vitalen Erschöpfung aufweist und 2- bis 3-faches Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall mit sich bringt. Also da war eine Riesendiskrepanz zwischen den sich selber sehr dynamisch und stabil empfindenden Change Agents in deutschen Unternehmen und dem mit diesem Fragebogen eher objektiv abgegriffenen Parametern, die waren vulnerabler, die waren gefährdeter, als sie sich selber empfunden haben. In dem laufenden Projekt, wo wir jetzt gerade begonnen haben, dieses Jahr Menschen zu interviewen, hat sich der Fokus dann noch ein klein bisschen verändert. Es geht um ältere, kreative Beschäftigte. Also wir wissen ja alle, wir werden demnächst alle älter, dürfen länger arbeiten, gehen später in Rente und sollen natürlich und wollen vielleicht auch länger in unserem Leben kreativ und produktiv bleiben. Und das Bundesministerium möchte jetzt wissen, wie wir ältere kreative Beschäftigte, vor allem in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, möglichst lange kreativ und leistungsfreudig und leistungswillig halten. Und da schauen wir jetzt aus den Erfahrungen der vorhergehenden Projekte und unseren klinischen Erfahrungen, wie kann das denn gehen? Und zwar sowohl aus der individuellen Perspektive, wie lebe ich mein Leben, wie esse ich meine Weinbeeren, wie gehe ich mit mir und den anderen um, aber auch aus der Organisationsperspektive, welche Bedingungen kann denn ein Arbeitgeber bereiten, um Menschen, ältere Menschen, gesund und kreativ zu erhalten. Ich klicke das mal weiter. Und jetzt sind wir bei dem Thema Achtsamkeit wieder angelangt. Achtsamkeit, wer hat den Begriff schon mal gehört? Ist ein Begriff, der ein bisschen inflationär im Moment ist. Quillt aus allen Magazinen, aus allen Ecken. Ein Autor, von dem wir viel gelernt haben, ein Amerikaner, sagt, Achtsamkeit ist Moment-to-Moment Non-Judgmental Awareness. Bewusstsein von Moment zu Moment, was nicht wertet. Oder ich würde übersetzen, was nicht abwertet. Der sagt, wenn wir immer wieder mit der Aufmerksamkeit in den Moment gehen, jetzt und hier, so wie wir es gerade mit unserer Weinbeere gemacht haben, nicht so sehr in die Vergangenheit, nicht so sehr in die Zukunft gehen, sondern auch mal immer wieder genau hier sind, spüren, wie sitze ich da jetzt gerade auf meinem Stuhl, wie hält meine Hand den Kopf, wie fest sind die Muskeln um meine Kiefergelenke, also immer mal wieder auch Selbstwahrnehmung im Moment einbauen. Das ist das, was der Kabat-Zinn unter Achtsamkeit versteht. Ich klicke das mal ein bisschen weiter. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe überlegt, was gibt es denn für Achtsamkeitsmethoden? Es gibt die aus dem Osten importierten Meditationsformen. Ja, eben hatten wir im Lied, hatten wir Yoga auch schon drin. Es gibt Meditationsformen, die sich auf den Atem oder auf den Körper fokussieren. Es gibt das Yoga, es gibt Qigong, Tai Chi, aber es gibt auch den Tanz. Es gibt Feldenkrais, das war gestern Abend schon ein Thema, Bioenergetik. Aber es gibt auch Kochen, Gärtnern, Musizieren, Singen, künstlerisches Gestalten oder auch künstlerisches Genießen, Betrachten und natürlich auch das Sein und das sich bewegen und sich spüren in der Natur. Also all das und wahrscheinlich auch noch viel mehr sind Möglichkeiten, sind Methoden, sind Formen des Daseins, die uns einladen, mit der Aufmerksamkeit immer wieder hier zu mir zu kommen und zu der Person zu kommen, die gerade vor mir sitzt oder steht. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Der Meister Eckhart
ein christlicher Mystiker aus dem Mittelalter, der hat schön gesagt, immer wieder ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer wieder ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. Und was Marianne eben am Anfang gesagt hat, Achtsamkeit im Sinne von Planung, Vorbereitung, Obacht geben, dass das, was ich möchte, mit dem, was ich zur Verfügung habe, übereinstimmt und es keine Diskrepanz gibt, damit ich nicht in eine Schuldenkrise gerate, finanziell oder auch in anderen Bereichen. Das ist auch eine Form der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die ich hier sozusagen vertreten möchte oder wo ich Aufmerksamkeit darauf richten möchte, ist eine, die hat vor allen Dingen mit dem Moment jetzt und hier zu tun. Also wenn ihr mit euren Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen zu tun habt, dann habt ihr Vorstellungen, ihr kommt vielleicht auch bereichert aus einem, hoffentlich bereichert aus einer Veranstaltung wie dieser wieder nach Hause in eure Arbeitskontexte und wollt dort was verändern und wisst vielleicht auch, wie es geht oder habt zumindest Vorstellungen, wie es gehen könnte. Die Einladung ist immer wieder auch da zu sein, zu gucken, was ist wirklich jetzt hier, wer steht vor mir und was passt hier und jetzt für diese Person und für diesen Kontext. Ein paar Minuten habe ich noch, ne? Doch ein bisschen Wissenschaft. Wir sind ja ein Lehrstuhl für Naturheilkunde mit dem Auftrag, auch Wissenschaft zu machen. Und Achtsamkeit hat sich in den letzten 30 Jahren als eine Interventionshaltung etabliert im klinischen Setting. Und es wird extrem viel geforscht zum Thema Achtsamkeit. Also was kann das, was ich eben versucht habe zu skizzieren, diese Gegenwärtigkeit, was kann das bewirken? Und es gibt Evidenz dafür, dass also Krankheitssymptome und Beschwerden sich reduzieren, wenn ich regelmäßig in diesen Gegenwärtigkeitszustand gehen kann. Stress reduziert sich, Schmerzen, Erschöpfung, Leid reduziert sich. Eine Wohlspannung, ich fühle mich lebendig, aber nicht überspannt, wird angeregt. Oxidativer Stress wird reduziert, also quasi der biologische Aspekt des Stresses. Das Gehirn verändert sich, wenn ich nicht nur mich erinnere und in die Zukunft plane, sondern wenn ich mich, meinen Körper, meinen Atem und auch das Gegenüber immer wieder spüre, fördere ich die Regionen in meinem Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass das möglich ist. Das ist recht plausibel. Wenn ich Musik mache, dann fördere ich die Hirnfähigkeiten, die die Feinmotorik und den Rhythmus steuern. Wenn ich mal wieder einen Moment gehe, fördere ich diese Fähigkeiten. Das Immunsystem stärkt sich interessanterweise. Stimmung geht hoch. Ich kann mich besser konzentrieren. Ich nehme mich selber besser wahr, das haben wir schon gesagt. Ich kann auch meine Gefühle regulieren. Ich kann differenzieren zwischen dem aufsteigenden Ärger oder der Wut und dem, was notwendig wäre, um wirklich mit mir und den anderen im Moment sinnvoll und zielführend umzugehen. Ich kann rationaler entscheiden. Und vielleicht sogar besser kommunizieren. Ich spüre die anderen und mich selber besser und kann vielleicht tatsächlich meine und unsere Ziele besser umsetzen. Flourishing ist ein schöner Begriff aus dem Amerikanischen. To flourish ist blühen. Und die Idee der Flourishing-Forscher ist, zu schauen, was brauchen wir denn in unserem Leben, damit wir unsere Anlagen, unsere Fähigkeiten, aber auch unsere Bedürfnisse wirklich zum Blühen bringen können. Da geht es nicht nur um Überleben und Freiheit von Krankheit und Schmerz, sondern wirklich um die Fülle dessen, was wir als Menschen an Potenzial mitbringen. Ich habe mal versucht, das in so einem Zwiebelmodell zusammenzufassen, was Achtsamkeit oder auf welchen Ebenen Achtsamkeit sinnvoll und wirksam sein kann. Das ist einmal die körperliche Ebene, Stressparameter verändern sich. Ich halte mich vielleicht besser, sitze nicht stundenlang vom Computer, bis ich gar keine Luft mehr kriege und der Verdauungsprozess so zusammengedrückt wird, weil ich gar keinen Raum mehr gebe, sondern ich kann mich auch wieder aufrichten und Raum geben für das, was im Körper sich vollziehen möchte. Die nächste Schale wären die Gefühle, die Gedanken. Ich kann
wahrnehmen, welche Gedanken ich habe, den möchte ich jetzt am liebsten an die Gurgel. Ist das sinnvoll? Vielleicht doch nicht. Habe ich Alternativen? Und kann dann mein Verhalten entsprechend auch verändern, dass es wirklich für mich und die anderen zielführend und sinnvoll ist. Das heißt, mein Soziales, meine sozialen Fähigkeiten und wenn viele das tun, tatsächlich auch die soziale Kultur kann sich verändern und darüber hinaus vielleicht auch Aspekte, die mit Ökologie zu tun haben, auch da finde ich, sind die gleichen Prinzipien am Werk. Wie gehen wir respektvoll mit den Ressourcen um, die uns draußen zur Verfügung stehen? Riesenthema und völlig ungeklärt, ob wir das hinkriegen in den nächsten Jahren, unser Leben so zu verändern, dass der Planet nicht komplett erschöpft wird. Und wenn wir das hier so zusammenbasteln, die Buchstaben zusammenführen, dann haben wir hier ein Selbst. Und unten habe ich reingesetzt Bewusstheit, Fürsorge und Verantwortung. Also es geht wirklich um eine Kultur des Wahrnehmens, des Regulierens und verantwortlich Umgehens mit all den Ressourcen, die wir in uns, mit uns und um uns haben. Wie kann das praktisch gehen? Die Methoden habe ich vorhin schon aufgezählt. Und vielleicht so als Take-Home-Message, schenkt dir selber und den anderen täglich Zeit, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Also das, was wir eben mit der Weinbeere gemacht haben. Wir haben uns Zeit genommen, wir haben uns dem Ding zugewendet und wir haben unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Wenn wir das immer wieder, und wenn es nur für eine Minute, ein paar Mal am Tag ist, für uns und die anderen praktizieren, glaube ich, bin ich überzeugt, verändert sich das Miteinander und das Mit-uns-Sein. Kultivieren wir Gegenwärtigkeit, kommen wir immer wieder in den Moment. Singen ist eine wunderbare Möglichkeit, das, was wir hier immer wieder erleben, wirklich da zu sein. Gönn dir Zeit und Raum für Muße und Meditation. Das müssen nicht Stunden sein, das müssen auch nicht halbe Stunden sein, da reicht auch ein Atemzug oder zwei. Entschleunigung, ein Thema, was wir eben auch bei dem Essen des Früchtchens praktiziert und uns bewusst geworden sind. Pflege freundschaftliche und liebevolle Beziehungen. Das größte Geschenk, was wir einander machen können, ist Aufmerksamkeit und Zeit und Zuwendung, oder? Und fang am besten heute damit an. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Nils. Das ist eine ganz neue Perspektive. Das heißt, ich habe nicht nur auf das Geld zu achten, was ich ausgeben darf als Führungskraft zum Beispiel, sondern ich muss auch auf die Menschen achten. Ja? Das heißt, ich muss auf mich selber erstmal achten und muss auch auf die Menschen achten. Also ich muss gucken, sind die überfordert, sind die richtig eingesetzt, ja? Haben die vielleicht Probleme momentan? Ja, das heißt, ich muss also nicht nur mit dem Kapital, mit dem Geld achtsam umgehen, was wir ja immer gelernt haben, ja, sondern ich muss jetzt auch auf die Menschen gucken. Humankapital ist ein furchtbarer Begriff, ne? Aber der knüpft an das an, was du eben sagst. Mhm. Und so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet es, dass die Menschen dann auch aufblühen. Ein Versuch ist es wert. Also ich werde das Muss ersetzen durch eher eine experimentelle Haltung. Wenn ich sage, ich muss das machen, dann lastet mir das schon mal wieder schwerer auf den Schultern, mir zumindest, wenn ich diesen Begriff höre. Das klingt als noch eine Last mehr, die ich zu tragen habe. Die Einladung, die ich gern hinterlassen möchte, ist wirklich eher eine experimentelle. Mit einem Haufen spielerischen Versuchen, guck mal, was passiert, wenn. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist, an die wir uns alle erinnern, weil wir die als Kinder alle hatten. So waren wir als Kinder in der Welt. Große Augen, großes Interesse, was uns angezogen hat zu Dingen, die uns begeistert haben. Und wenn wir das wieder ein bisschen wiederbeleben können, so Archäologie in eigener Sache, diese alte Fähigkeit des Gegenwärtigseins. Wer hat Kinder von euch oder Enkel? Kennt ihr die Situation? Möglichst, wenn die ganz klein sind, ist es leichter. Da kommen die öfter in den Zustand. So ein Kleiner oder so eine Kleine sitzt da oder liegt da, guckt sich so die Fingerchen an oder die Zehen oder sitzt im Sandkasten. Und
geht ein Zauber von denen aus. Kennt ihr das? Ja. Weil die ganz da sind. Und da kann man sich einladen lassen, da kann man mit reingehen in diese Qualität. Das ist mehr so die Haltung, die ich präferiere und nicht so dieses, das steht jetzt auf dem Zettel, das müssen wir jetzt auch durchkriegen, damit das besser wird. Ich glaube, das wird nicht helfen. Vielleicht wäre das ja auch so ein Experiment. Ich meine, wir haben ja hier meistens Betriebs- und Personalräte, auch Führungskräfte, auch andere Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel jetzt Leute vom Ministerium. Vielleicht wäre das mal so ein Experiment, wenn man in eine Sitzung vorhat, dass man vielleicht erstmal sich darauf besinnt, mit einer Minute, dass man da sitzt und sich darauf besinnt, kurz alle schweigen und dann besinnt man sich darauf, was man jetzt eigentlich vorhat. Also nicht jeder fängt sofort an oder hat schon wieder irgendwas auf dem Zettel. Vielleicht wäre das mal ein Experiment, wenn ich so an bestimmte Betriebsratssitzungen denke, ja, und voller Power die Leute da sitzen und schon eigentlich die Antworten der Kolleginnen und Kollegen kennen. Vielleicht wäre das mal so ein Experiment, zu probieren, die Wahrnehmung etwas anders auszurichten. Gibt es sogar eine Doktorarbeit zu aus Holland, ein Herr De Wet hat das untersucht, er hat genau das gemacht, nämlich Teamsitzungen vorgeschlagen mit einer Minute Pause, zwar in der Mitte mehr oder weniger, nicht am Anfang, aber es ist auch interessant, das am Anfang zu machen. Und er kann tatsächlich zeigen in seiner Arbeit, dass diese Sitzungen, diese Entscheidungsmeetings, wenn da mal eine Pause war von einer Minute, deutlich fruchtbarer waren als die, wo bis an Anschlagen darüber hinaus nonstop gequatscht wurde. Und dann ging es schon wieder weiter. Also die Besinnung, das Einsammeln, das vielleicht auch Reifenlassen dessen, was man gehört und gedacht hat, scheint was zu sein, was uns Menschen durchaus auch liegt und uns fördert. Sollen wir vielleicht mit einer halben Minute der Stille aufhören, bis es zum nächsten geht? Was denkst du? Gerne, wenn ihr einverstanden seid, bevor die Gabi anfängt. Und ich möchte mich hier aber an der Stelle recht herzlich schon mal bedanken. Bei euch beiden, Paul Lietz-Altner, und ich nehme deinen Vorschlag gerne auf, dass wir mit einer halben Minute Stille enden. Vielen Dank. Vielen Dank.